Das war eine lange Nacht. Ich sollte vielleicht mal aufstehen. Meine Schuhe sind hin. Verfluchten Füße tun weh. Ich hab Durst. Okay. Guten Morgen. Das Spiel hat irgendwie ein Problem, ich weiß nicht warum. Ich kann da nicht so richtig drauf zugreifen. Warum auch immer. Jonathan Dover. Weiß nicht warum, ich starte mal nochmal neu. Spiel beenden. So. Diesmal starten wir das normal und nicht den DirectX 12, sondern 11. Ich trinke schon fleißig Tee, aber irgendwie bringt das nichts. Ich muss warm werden erstmal. Bin gerade mal seit einer Stunde wach. Guten Morgen, Marius. Wunderschönen guten Morgen, Herr Flieger. Guten Morgen, Jungs.
Da ist schon einer mit dem Boot raus. Kein gutes Zeichen. Das heißt, da ist schon jemand am Plündern. Was soll das? Ist der bescheuert? Wo möchten Sie denn hin? Ich hab was vor, Doc. Haben Sie ein Problem damit? Ja, habe ich tatsächlich, ja. Können Sie mal ein bisschen näher kommen? Ich komme näher. Ja, kommen Sie mal. Was soll das? Also, ich werde Ihnen mal was erzählen. Okay. Ja, wenn Sie bald Ihre Zunge nicht zügeln. Und Sie sind schon oben im Salon aufgefallen. Okay, Doc. Dann werde ich Ihre Zunge rausschneiden. Ich weiß wissen nicht. Wissen Sie, was ich noch machen werde? Was noch? Ich werde Experimente an Ihnen durchführen. Okay. Grausamer. Haben Sie das verstanden? Ja, ich habe es verstanden, Doc, aber was ist das Problem? Das Problem ist Ihre Art und Weise. Der Ton macht die Musik und Sie sind ziemlich respektlos. Okay, tut mir leid. Wusste nicht, dass Sie so... Haben Sie vernommen? Ja. Okay. Sie wollen nicht, dass ich den Schalter umlege. Nein, ich möchte das bestimmt nicht, aber ich wusste nicht, dass Sie so sensibel sind, Doc. Nein, ich bin nicht sensibel. Glauben Sie mir. Verwechseln Sie nicht Freundlichkeit mit Schwäche. Ach, das tue ich ständig. Tut mir leid. Gut. Darf ich gehen, Doc? Da hinten ist eine Hafenanlage. Da habe ich beim letzten Mal ordentlich was an Sachen mitgebracht. Danach möchte ich gerne zur Jagd. Sir. Geht doch. Darf ich gehen? Doch. Ja, jetzt dürfen Sie gehen. Wollen Sie mich begleiten? Gehen Sie lieber. Okay. Wiedersehen, Doc. Blödes Arschloch. Wer hätte das gedacht? Er ist ganz schön sensibel. Ich bin aufgefallen. Du bist aufgefallen. Frau Doktor. Wow. Ein schön hoher Seegang. Der Doc bildet sich was ein. Er denkt, er wäre... Wow. Er denkt wohl, er wäre unersetzbar. Er wäre was Festes. Dabei ist jeder ersetzbar. Für wen hält er sich? Möchte gern, Doc. Bisher hat er mir noch nicht geholfen. Nur blöde Fragen gestellt. Dr. Chris, ich bin Dr. Chris. Ich bin der Doktor. Wann haben Ärzte irgendwas zu melden? Ich dachte, Jesse hätte was zu melden. Ich bin Dr. Chris. Verdammt. Arschloch. Dr. Arsch, ja. Er ist Dr. Arsch. Ich kann mir vorstellen, dass er mich nicht mag, weil ich auf die Doktorandin stehe. Vielleicht ist er eifersüchtig. Ja, er ist eifersüchtig auf mein gutes Aussehen und meine Selbstständigkeit. Ich bin selbstständig. Ich habe gleich kein Fleisch besorgt, aber
Dafür habe ich schon ein paar Tage da draußen ohne Hilfe überlebt. Dr. Arsch, ich bin aufgefallen. Und seine Methoden erst, wie kann er sich in die Haare schmieren? Was denkt er überhaupt? Er legt eine Waffe auf den Tisch und dann darf man reden wie im Kindergarten? Dr. Arsch. Ja, das ist ein passender Name für ihn. Dr. Arsch. Ja, meine Stimme ist noch nicht ganz warm, Leute. Ich muss ein bisschen leiser reden auch. Ich muss erstmal warm werden. Wir haben heute nicht viel Zeit, deswegen gehen wir da looten. Das ist relativ in der Nähe. Wir gehen da plündern, versuchen unser Glück. Ich hoffe, da ist nicht schon jemand dahin, weil meistens ist es ja so nah liegend, dahin zu fahren. Ja, kann schon sein, dass da jemand ist und alles plündert und lootet. Verdammt, ich habe keine Zigaretten bei. Mist, die letzte habe ich gestern Abend geraucht. Ach, jetzt geht die Sonne unter. Gar nicht gut. Welches Arschloch hat das Boot leer zurückgebracht? Ich komme nicht weit damit. Also ihr könnt hier sehen, bei mir im Raum, da scheint die Sonne immer wieder rein. Ich wollte einfach die Sonne hier reinlassen. Ich könnte jetzt auch die Jalousie runterfahren. Aber ja, so geht's, denke ich, auch. Also das ist alles eine RP, ne? Ich mag ihn sehr. Ich kenne ihn schon von anderen Projekten, haben wir zusammen RP kurz gespielt. Sehr, sehr netter, junger Mann. Streamt auch. Ich kann aber seinen Namen nicht aussprechen. Ich glaube Shuvu. Shuvu. Ich weiß es nicht. Aber checkt ihn ab, guckt mal einfach mal. Looney Loops auf Twitch und dann irgendwas mit SH, O, V, glaube ich. Schiffer. Weiß das nicht. Hatte schon immer Schwierigkeiten mit dem Namen. So teuer.
Ja, den voll tanken sollen, glaube ich, oder? Ich weiß nicht genau, ob er mittendrin aufhört, also die Hälfte dann abhält. Schlecht aus. Hier war schon jemand. Diese verfluchten Robocops. Dumm, aber effektiv. Schon. Hier muss es doch was geben. Was Ordentliches. Irgendwas.
weißt du, die Sonne geht unter. Ich habe zu lange geschlafen. Mist. Das darf mir nicht nochmal passieren. Ich kann leider nicht so viel erkennen, ja. Die Sonne scheint zu stark hier rein. Und es ist so dunkel. Ich muss, glaube ich, doch die Shadows hier runterfahren. Ich erkenne nichts so. MJ, da, bei dir? Alles fit? So. Stelle ich später ein. Ich wollte die ISO-Zahl ändern, aber ist egal. Cam geht schon, meinst du? Siehst du das Licht immer? Das sind die Wolken im Hintergrund. Also ich meine, die Sonne ist mal bedeckt, mal nicht. Ja, ist schon okay. Ich möchte auch nicht im Vordergrund stehen. Ich möchte, dass die Figur im Vordergrund steht, nicht ich. Viele streamen ja auch ohne Cam, RP. Mach so ein Zwischending. Also das, was ich jetzt so mache, habe ich auch noch nicht gesehen. Sich selbst ein bisschen abdunkeln, dann RP spielen. Manche machen die Cam auch viel kleiner, dass man sie sehr schlecht erkennt. Ich handhabe das so. Diese verfluchten Robocops. Gar nicht gut. Verhalten habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Dr. Arsch, ja. Dr. Arsch ist ähnlich, wie ein Roboter. Wo gehen Sie hin? Was machen Sie? Wird ja so, als würde ich ihm gehören. Hören Sie nicht so faul aus. Seien Sie kein Dr. Arsch. Wie wär's damit?
Ach, Scheiße, es regnet. Darf doch nicht wahr sein. Jetzt werde ich nass. Hat da jemand gelacht? Schon wieder. Wo ist der? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist gut. Diese dummen Robocops. Ich darf nicht so gierig sein.
leise sein. Er ist immer noch auf Alarm. Er schießt sofort. Aber warum schießt er nicht auf diese Beißer? Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll, in die Lagerhalle zu gehen. Sei nicht so gierig. Bin gar nicht gut. Aber ist nicht schlimmer, bitte.
Brüste. So gefährlich.
Feld, er ist ja unter Wasser. Ganz komisch. Hallo, Test, Test. Also man hört mich, aber sehr leise, so wie das da aufsteht. Wunderbar. Test, ein zweiter Test. Test, Test. Alles so eingestellt, wie es eingestellt sein muss. Ich weiß nicht, warum das jetzt so aufgelaufen ist. Wenn ich das jetzt auf 100 setze. Test, 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 keine Ahnung. Und ich habe keine Ahnung, irgendein Kabel so locker sein. Ich verfüge das sofort, wenn ich das Kabel sein. Test, ne? Mit dem Absturz ist es gekommen, also Server Restart, keine Ahnung. Test, Test, also Test, Test, Test. Thank you.
Test, Test, Test. Ach, jetzt geht's wieder. Was ist das denn? Hä? Ich habe nichts eingestellt. Was ist das? Ganz komisch. Könnt ihr mich normal verstehen, ja, ne? Keine Ahnung. Muss ich mal überprüfen alles. Ich weiß, das ist das erste Mal jetzt gewesen. Ich kenne das so gar nicht. Irgendwas hat die Lautstärke hier einfach reduziert. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was es war. Kann es euch nicht sagen. Keiner, noch nie gehabt sowas. Ich hatte das schon mal gehabt, wenn OBS neu gestartet hat, dass das Mikrofon komplett weg war. Aber so in diesem Umfang habe ich das noch nicht erlebt. Irgendwas hat den Sound reguliert und runtergesetzt. Oh. Wir gucken mal hier, ob irgendwas war. Nee, ist alles auf 100%. Kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Okay, habt das bei mir auch seit dem letzten Windows-Update. Ja, das kann sein, dass Windows das ein bisschen... Ich kenne es aber so nicht, ehrlich gesagt. Das war sehr knapp. Wir sind beinahe draufgegangen. Aber durch den Server-Restart könnte das sein, dass wir hier wieder neues Zeug haben. Habt ihr das mitbekommen? Das waren diese... Das war eine Horde. Diese verfluchten Horden. War da... Ich stelle mir jetzt halt die Frage, ob das Server Restart war oder einfach eine Verbindung... oder meine Verbindung einfach abgebrochen. Kann auch sein. Ich muss jetzt aber gehen. Das geht nicht, kann nicht... muss wieder zurück zur Basis. Ja, das hat ja definitiv die Software gemacht. Die Software hat irgendwas einfach gesteuert. Wo ist der hin, der Robocop? Gott sei Dank können sie nicht so gut schießen, diese Robocops. Da habe ich aber nochmal Glück gehabt. Ich bin beinahe schief. Ich darf nicht so gierig sein. Ich bin so gierig. Also Freunde, heute Abend geht's weiter, wenn alles gut ist zu Hause. Alles ein bisschen erkältet, krank. Ich, meine Frau, Kids. Weiß nicht, einer ist noch nicht betroffen. Aber das könnte heute passieren. Je nachdem, wie intensiv das alles ist, bin ich dann nochmal später dabei. Vielleicht für ein, zwei Stündchen. Ich hätte gerne jetzt ein bisschen mehr geplündert. Das war auch sehr, sehr spannend, das Ganze. Wir müssen aber jetzt zurückgehen und die Sachen packen und ein bisschen reden mit den Leuten. Ja, diese lachenden Zombies sind echt schlimm. Weil die machen einen direkt kaputt. Ja, auf jeden Fall. MJ, Gesundheit geht immer vor. Immer. Immer. Scheiße, bin ich falsch gefahren? Was ist das? Ja, wenn die, vor allem, wenn die einmal neben dir explodieren... Ah, ich bin falsch gefahren. Wenn sie einmal bei dir explodieren, ist es so, du kommst da gar nicht mehr weg. Wenn dann noch andere Zombies in der Nähe sind, ist verloren. Als die Horde los... man hört das ja. Sobald die Horde losgeht, ich bin sofort ins Wasser gesprungen. Sofort. Immer weg.
Die sind auch ganz schlimm. Also bis jetzt haben die, klar, ab und an mal, wenn man so verkeilt ist zwischen 3-4 Zombies, bin ich auch schon mal gestorben, aber, die Horde ist wirklich schlimm. Wenn man da nicht einfach abhaut, ist vorbei. Könnt ihr knicken. Ist das eigentlich Whitelist-Server? Ja, das ist ein Whitelist-Server. Du gehst auf den Server von Looney. Discord, ja, musst du mal gucken. Vielleicht findest du das so jetzt auf... Ich hab's jetzt gerade nicht da. Aber wenn du googelst, müsstest du es finden. Oder du gehst bei Looney in den Stream rein und dann gibst du da Ausrufezeichen Discord ein. Kann das sein, dass du da die Informationen bekommst? Ansonsten machen wir das heute Abend. Du musst dich auf jeden Fall whitelisten, ist ein Hardcore-Server. Und du musst einen kleinen Text dazu schreiben zu deinem Charakter, was du für einen Charakter spielst. Und ja, wenn alles stimmt, kriegst du die Whitelist und dann kannst du connecten. Weil er muss das Ganze einpflegen. Es gibt ja einige Server, auf die connectest du, indem du ein Passwort eingibst. In diesem Fall musst du da auf jeden Fall, musst ja deine Steam-ID haben. Krieg ich schon, ja, glaube ich auch. Also eine kleine, kurze Beschreibung mit 100 Worten über deinen Char, was er so macht, oder keine Ahnung. Wenn du RP gespielt hast, weißt du ja Bescheid. Ist das jetzt eine Einbuchtung, oder was ist das hier? Ich sehe so schlecht mit dem Licht. Immerhin habe ich das Boot mehr getankt, als das ich verbraucht habe. Ich hoffe, ich kriege mein Tankgeld raus. Okay. Um nochmal auf das Mikrofon zurückzusprechen... Oder zurückzukommen. Ich habe auch manchmal das Problem, obwohl ich alles ausgeschaltet habe vom System her aus, dass er manchmal meinen Mikrofonpegel von alleine hoch oder runter pegelt. Ich stelle meinen Pegel immer auf 80 ein. Manchmal steht das auf 92. Und das, bevor ich streame, überprüfe ich das immer nochmal. Manchmal ist das viel zu laut. Servus, mein Bester, jetzt auf Twitch, dann brauche ich nicht mehr so lange auf die YouTube-Videos warten. Ja, die YouTube-Videos werden direkt immer hochgeladen. Ich möchte mir natürlich ein zweites Standbein aufbauen auf YouTube und die VODs sind immer zu sehen. Herzlich willkommen. Michaston, herzlich willkommen. Die Videos sind immer zu sehen, aber das Problem ist, ich möchte ja gerne meinen YouTube-Kanal ein bisschen pushen. Wenn du die Videos hier auf Twitch sehen möchtest, musst du ein Abonnement haben, ja. Aber für alle anderen ist das selbstverständlich gratis, wenn du dir das auf YouTube anguckst. Damit hilfst du mir. Das ist so ein bisschen so, das habe ich so gemacht, weil viele auch dann hier gucken kommen. Ja, die folgen nicht mal, gucken einfach, was ich da gemacht habe und sind dann wieder weg. Und so gebe ich wenigstens meinem Algorithmus bei YouTube ein bisschen die Möglichkeit, ja... meinen Kanal auf YouTube zu pushen. Aber vielen Dank für dein Follow. Das war gerade ein bisschen wild. Mann, du Karis, das war gerade alles ein bisschen wild. Ich hatte die Verbindung zum Server verloren und dann, ja, aber schlimm gerade. Aber dieses Projekt ist einfach sehr, sehr geil. Es macht wirklich Spaß. Das trifft meinen Nerv. Ach Gott, da kommt er doch wieder. Ach Gott, Dr. Arsch. Ist das Dr. Arsch? Sieht so aus. Es ist Dr. Arsch. Oh nein. Bitte nicht, geh weiter. Bitte geh weiter, Dr. Arsch. Bitte.
Ich kann den gar nicht leiden. Da ist er schon wieder. Hey, Doc! Wie geht's, Doc? Ich hab das Boot getankt, Doc. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Sehr gut. Das Arschloch. Dann, lagern Sie ein, was Sie gefunden haben. Okay, danke. Sie sind der Beste, Doc. Ja, das weiß ich, danke. Arrogantes Arschloch. Ganz schön eingebildet. Da kommt er schon wieder. Hey Henry. Wer ist das? Ja? Ich glaube, für dich ist das ziemlich gut, was hier passiert ist mit der ganzen Scheiße. Ich glaube, nicht meine Mutter kann so ein Gesicht leben, was du hast. Du bist hässlich, du Bastard. Warum sagst du das zu mir? Jesse, warum sagst du das zu mir? Ich habe doch schon genug Probleme in meinem Leben. Ja, aber du bringst wieder Probleme in mein Camp. Was für Probleme? Also, ich dich dafür. Warum willst du mich schon wieder ficken? Ich glaube, der steht auf mich. Naja, er steht auf mich, auf jeden Fall. Verfluchte Scheiße, was für Probleme. Was meint er mit Probleme? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ah, da geht's zur Bank. Ich verlaufe mich immer hier. Victor! Wie geht's, Victor? Oh, scheiße! Bin hingefallen. Hey, Henry. Geht's dir gut? Wie geht's? Ja. Mir geht's auch gut, danke. Hey. Ja? Du bist da öfter alleine draußen, oder? Ja, warum? Ich finde nie jemanden, der mitkommt. Ich muss immer alleine gehen. Komm mit rein.
Ich habe gestern die ganze Nacht gejagt, aber ich habe nichts gefunden. Kein Wild. Deswegen habe ich das gemacht, was ich am besten kann. Und das wäre? Ich bin plündern gegangen. Ich habe das Boot getankt. Ich meine, irgendein Arschloch stellt das Boot immer leer dahin. Ja, ich weiß nicht, wer mit dem Boot immer unterwegs ist. Keine Ahnung. Ja, also tanken kann er auf jeden Fall nicht. Oh, yeah. Paris? Ja? Ich brauche Sie gleich einmal, um Mr. Jones aufzuklären wegen Johnny. Wegen dem Gespräch vorhin, ne? Aber das kommt gleich. Guns come unloaded. Security reasons. Hey, Jesse. Obviously. Ach du Scheiße. Nein. Gurken und Zwiebeln, Sojasauce, ein Liter Wasser, eine halbe Ente und Nudeln. Ich gehe mit Vic und mit Yoshi gleich Ding jagen, die Beißer von Campback, um ihn ein bisschen zu trainieren. Mit wem? Vic und hier mit der Lady. Yoshi? Ich nenne sie Yoshi. Er hat's nicht so mit Namen. Yolanda, bitte setz dich. Ich geh mal schnell in den Saloon hin. Ja, ja, ja. Ich fühle mich gut. Doch, ja. Fertig, ein Camp aufgenommen. Ach, ich weiß nicht. Eigentlich hat sich das gelohnt. Ich verkauf die Hose. Naja, ich schätze sie alle. Mit wem hast du denn gesprochen? Mit Blair hieß sie. That thing registered? Kidding. Nobody cares. Welche Eigenschaften oder welche Symptome hat eine Frau bei ihrer Menstruation? Warum will er das wissen? Durchaus ganz unterschiedlich. Jedoch gibt es prämenstruale Symptome. Die habe ich. Sowas wie Launhaftigkeit, Heißhunger. Okay. Manche klagen über Unterrückenschmerzen, sowas. Dann gibt es noch Frauen, die haben gar keine Symptome und wieder andere, die haben, naja, noch mehr. Was würdest du sagen, was ist das Schwerste, was du in deinem Leben bis jetzt gehoben hast? Puh. Das Schwerste. Also gehoben nicht, aber versucht zu heben war so ziemlich das Schwerste. Ich hab... Mein Onkel ist ein ziemlich kräftiger Mann. Er ist einmal gestürzt von der Leiter im Garten. Den habe ich versucht zu heben, ich schätze mal. Der hatte etwa 160 Kilo auf den Rippen. Geschafft habe ich das natürlich nicht. Aber ja, das ist das Erste, was mir ins Gedächtnis kommt. Worüber reden die? Bitte? Ja, ich muss mich hinlegen, es ist Nacht geworden. Wo ist diese verfluchte Bank? Ich würde jetzt liebend gerne mit den RP machen, mit den Jungs. Wirklich, 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 aber muss jetzt aufbrechen. Ich habe noch 10 Minuten Zeit. Ich hole mir gleich einen Kaffee. Und dann muss ich auch schon zur Arbeit gehen. Heute wird bis 22 Uhr gearbeitet. Herr Bask, herzlich willkommen.
Ein wundervoll. Ja, dir auch, Mann. Bist du gerade aufgestanden? Ja. Was aber kommt mit deinem Jagen? Hast aber einen komischen Schlafrhythmus. Ja. Im Alter schläft man weniger, habe ich gehört. Ja, 3 Stunden reichen doch pro Tag. Okay. Wie war deine Jagd? War schlecht. Ja. Wir sehen uns. Ich nachher mal mit raus. Ich war die ganze Nacht draußen, hab nichts gefunden. Nix. Ja, ich zeig dir, wo man gut jagen kann. Okay. Ich hoffe doch nicht, dass der Alte unterwegs stirbt. Könnte ich mir gut vorstellen. Tod auf der Jagd. So, Freunde, ich hole mir jetzt einen Kaffee. Ich würde sagen, ich will das Ganze jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen, weil das wird jetzt hier einfach noch ein bisschen chillen, meinen Kaffee trinken. Das machen wir heute Abend nochmal zusammen ein bisschen. Dann spielen wir. Ja, war relativ erfolgreich. $2000 haben wir umgesetzt in etwa. $700 fürs Tanken oder was das ist. Jetzt 2900. Das hat sich so ein bisschen gerechnet. So sind wir ein bisschen im Plus. Und ich versuche aus diesem Fuse 200 Ampere oder A, was das sein soll. Ich glaube, die braucht man für die Bunker. Die lege ich dann halt den Kollegen vor. Ich sage, wenigstens habe ich das mitgebracht. Rinderportion. Zu geil. Okay, Leute. Verdammt. Heute habe ich wohl keine Zigarette. Ich frag mich, was dieser Dr. Arsch von mir will. Und was meint Jesse mit? Ich bin eine Gefahr. Warum? Warum bin ich eine Gefahr? Das müssen wir nochmal klären. Verrückt diese Welt. Wirklich. Wirklich verrückt. Naja, ich glaube, die arbeiten Hand in Hand, Dr. Arsch und Jesse. Gute Nacht. Ach, ich bin so müde. Das war anstrengend.